Hallo liebe Uhrenfreaks und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, die Uhrenbox. Mein Name ist Karga und heute schauen wir uns die Heimdallr Monster Hommage an. Eine wirklich äußerst schöne Uhr und eine wirklich tolle Umsetzung von Heimdallr. Genug geredet, lasst uns die Uhr mal reviewen. So, liebe Freunde, dann machen wir mal die Vorstellung zur Heimdallr Monster in Rot. Wahnsinnig coole Farbe. Also, das ist einfach der echte Monster unter den Seiko und Heimdallr und überhaupt der Monster schlechthin. Lass mich mal hineinzoomen. Dann starten wir auch schon mit dem Review. So, wir haben ein 42 mm Durchmesser. Wir haben 13,5 mm in der Höhe. Wir haben einen Horn-zu-Horn-Abstand von sage und schreibe 47,5 mm, was absolut klasse ist. Und die Bandanstoßbreite sind 20 mm. Wirklich hervorragende Maße. Das kann nur Seiko. Große Uhren, 42 mm bauen, die aber wie 40 mm wirken. Wahnsinnig gut. Wir haben natürlich kein Seiko NH35A-Werk drin, sondern wir haben das Seiko NH36. Das NH36A-Werk hat nämlich Tag- und Wochentaganzeige mit dabei, wohingegen das NH35 nur die Tagesanzeige hat. Ansonsten ist es dasselbe Werk, welches auch 21.600 Schlägen pro Stunde hat, circa 41 Stunden Gangreserve und ein wirklich sehr, sehr gutes und günstiges Werk, was man schnell austauschen oder auch beim Uhrmacher reparieren lassen kann, falls was sein sollte. Mein Exemplar, wie ihr sehen könnt, läuft mit minus 3 bis minus 5 Sekunden pro Tag. Das ist absolute Klasse und wenn ihr mal auf der Heimdallr Seite seid und die Produktbilder anschaut, die geben das sogar so an, dass die Uhren mit plus minus 10 Sekunden pro Tag laufen. Normalerweise hat das NH3 Werk, also 30, 35, 36, 37, 38, alle eine Gangabweichung von circa plus minus 20 Sekunden. Sprich, Heimdallr tut hier tatsächlich nochmal selber die Werke kurz oder schnell etwas einregulieren und versprechen damit eine Plus-Minus-Gangabweichung von 10 Sekunden. Wenn man jetzt bedenkt, wie viel Uhr man für schon unter 150 Euro bekommt und dann noch das Werk reguliert bekommt, ist das wirklich krass und also wirklich heftig, was da Heimdallr an Mühe und Arbeit reinsteckt, um euch eine gute Uhr zu liefern. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Die Uhr hat 2, 3 scharfe Stellen und zwar einmal fangen wir mit dem Bezel an. Dieser hat 120 Klicks, die könnt ihr euch kurz mal anhören. Ich hätte es nicht gedacht, aber ein Edelstahl-Lünette klingt tatsächlich etwas anders wie die ganzen Lünetten, wo ich hatte mit Keramik. Und genau hier sind schon mal die ersten scharfen Stellen, diese Zwischenspalt zwischen Lünette und Gehäuse. Da gibt es 1, 2 scharfe Stellen, nicht wirklich schlimm, aber die sind da, um Gottes Willen. Ihr schneidet euch die Finger nicht, aber sie sind da und ich möchte sie einfach erwähnen. Zusätzlich noch an der Krone, die Kronenschutz hier unten, die sind noch leicht scharf, aber auch jetzt, wie gesagt, ihr habt ja mein Review zu der SAP V3 gesehen, auch die hat einfach richtige Kanten, für manche sind sie zu scharf, für mich absolut perfekt und gut, also ich kann damit völlig leben, wie gesagt, ihr schneidet euch nicht die Finger oder sowas, von daher ist das völlig akzeptabel. Die Nummern und Indexe
auf der Lünette sind wirklich hervorragend ausgefräst und bemalt. Ich konnte keine Fehler feststellen. Ihr seht auch meine Lumkugel hier oben, also meine Leuchtkugel oben. Die sitzt zentral, ist perfekt ausgerichtet und für unter 150 Euro absolute klasse Verarbeitung. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich bin sehr überrascht über die Qualität dieser Uhr. Also wahnsinnig gut. Wir haben natürlich ein Saphirglas. Das können wir auch kurz testen. Das habe ich ja tatsächlich jetzt beim englischen Video vergessen. Wie ihr sehen könnt, ein starkes Saphirglas. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir haben eine Antireflektionsbeschichtung unterhalb des Glases. Damit ist die Uhr auch super ablesbar in allen Richtungen. Da hat sich Heimdaller wirklich Gedanken gemacht und eine solide Hommage an die Monster rausgebracht. Die Verarbeitungsqualität am Gehäuse ist richtig gut, bis auf die ein, zwei schärferen Kanten, aber die Bürstung ist sehr, sehr gut, wie ihr sehen könnt. Auch da konnte ich jetzt nichts Negatives feststellen. Die Lünette ist super ausgerichtet. Selbst diese Überlappung zwischen Lünette und Gehäuse ist wirklich perfekt. Also selbst Seiko kriegt das nicht so sauber hin. Das ist absolute Klasse. Also die Bürstung hier am Gehäuse, die polierten Flächen. Es ist alles sehr, sehr sauber, sehr sorgfältig gedacht. Gefällt mir äußerst gut. Und vor allem das Armband. Das ist hier ein Highlight. Das habe ich bisher nur bei St. Martin immer gesagt. Aber Heimdaller hat es geschafft. Und ich würde sogar behaupten, dass das Armband genau dieselbe Qualität hat wie San Martin. Ihr seht diesen 3D-Effekt. Das Armband ist natürlich von Seiko, also das Aussehen, aber die Verarbeitungsqualität ist wirklich bombastisch. Wir haben keine einfachen Stifte, sondern Pin und Color. Das heißt, da sind nochmal Hülsen zwischen den Gliedern drin, wo das Ganze nochmal festhalten. Das ist das gleiche System, was Seiko bis zu 1000 Euro Uhren benutzt. Also ein wirklich sehr gutes System. Mir gefällt es, vielen gefällt es wiederum nicht, weil es einfach ein bisschen mehr Arbeit mit sich bringt. Aber die halten bombenfest, die Bürstung und polierten Flächen auf dem Armband sind auch ja absolut perfekt. Also es gibt nichts, worüber ich da meckern könnte. Das ist unglaublich. Und wie gesagt, unter 150 Euro eine absolute Klasse. Das Armband, wie gesagt, Bandbreite hier oben ist 20 mm. Das Armband selber fängt dann aber bei 23 mm an und verdünnt sich dann erst auf 20 mm wieder runter. Die Schließe hat 22 mm, wie ihr sehen könnt, mit dem Hai und Namen graviert. Wirklich sehr schön. Aber es ist halt eine gepresste Schließe, innen drin allerdings nicht. Da haben wir eine richtige Schließe mit einem, ja, wie gesagt, aus einem Stück im Prinzip gefräst. Nur die Hülse drumherum ist halt gepresst, aber auch kein billig gepresstes Edelstahl, sondern ein bisschen wertiger und nicht ganz so billig wie die von Steel Dive. Ihr habt drei Mikroeinstellmöglichkeiten, typisch halt, aber die Verarbeitung ist wirklich hervorragend. Da gibt es auch von meiner Seite her absolut nichts zu meckern. Natürlich wäre die Schließe von St. Martin mit ihren 6 Löchern besser gewesen, aber wie gesagt, weit unter 150 Euro. Ich glaube, ich habe circa 120, 125 Euro bezahlt. Richtig, richtig gut. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Und wie gesagt, das ist das erste Armband, welches ich gleichsetzen würde mit der San Martin, ihren Armbändern. Und das soll definitiv was heißen. Kommen wir aber zum schönsten Teil dieser Uhr. Und zwar das Ziffernblatt. Wahnsinnig. Also richtig, richtig gut. Das rote Ziffernblatt mit dem schwarzen Außenring und ja, die Stundenindexe, die aussehen wie Zähne eines Hais. Und ja, wenn ihr da reinschaut, dann für mich zumindest sieht es so aus, als würde man in den Mund eines Hais reinschauen. Und dieser Effekt ist einfach geil, mit dem Hai-Logo unter der 12. Absolute Klasse. Die Stundenindexe und alles sind mit C3 Superluminova voll befüllt, wie ihr sehen könnt. Hier nochmal ein Loomshot. Grandios. Also
Die Uhr leuchtet auch bis morgen früh, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Stundenindexe haben nochmal einen schwarzen Rahmen. Über der 6 findet ihr dann Automatik und Divers 200 Meter, also 200 Meter Wasserdichtigkeit. Auf der 3, wie gesagt, Tag und Wochentag. Ich habe es mal in Japanisch gelassen und ihr könnt es natürlich auf Englisch auch umstellen. Richtig, richtig schön. Das Ziffernblatt, also Minutenindexe außenrum, der Chaptering, der wurde auch nochmal an den Stundenindexen ausgefräst, damit die Stundenindexe da perfekt reinpassen. Die Verarbeitungsqualität auch da ist einfach hammergut. Also wirklich absolute Klasse. Kein Staubkörnchen oder sonst irgendwas. Alles sitzt, wo es sitzen soll. Alles ist perfekt ausgerichtet. Die Zeiger sind auch sehr gut. Der Sekundenzeiger könnte für meinen Geschmack noch etwas länger sein, aber ist vollkommen legitim, in Ordnung. Auch die haben einen schönen schwarzen Rahmen, passend zu den Stundenindexen. Also wirklich eine hervorragende Uhr. Richtig klasse. Die Krone ist nicht graviert, nicht signiert, aber auch die Seikos haben das nicht, deswegen ist das vollkommen okay. Das Gehäuseboden wiederum ist wunderschön graviert mit dem Hai, dem Namen und den ganzen Specs wie Automatik, Edelstahl und 200 Meter Wasserdichtigkeit. Wirklich sehr schön gemacht. Und das Gehäuseboden ist im Prinzip ja auch eine Hommage an die Seiko selber. Die Krone ist super verarbeitet. Also ihr habt eine super Fassmöglichkeit. Das Aufpoppen der Krone ist richtig gut. Aufzug und alles weitere einfach perfekt. Auch keine Wackler hier. Also wirklich super gemacht. Verarbeitung ist wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau bei Heimdall, zumindest bei der Monster. Die Pro Master Review kommt auch demnächst. Ich habe einfach zu viele Uhren da gehabt, deshalb Step by Step, liebe Freunde. Nun, dann würde ich sagen, ist es Zeit für mein Scoring und fangen wir direkt mal mit der Verarbeitungsqualität an. Wenn man natürlich den Preis anschaut, gebe ich hier definitiv eine 7 von 10. Es hätte auch eine 8 sein können, wenn die Schließe einfach etwas besser gewesen wäre oder die ja etwas stabiler halt wie die St. Martin zum Beispiel. Die Spezifikationen bekommen definitiv auch eine 7 von 10. Wir haben ein solides Werk drin, wir haben ein Saphirglas drin und eine komplette Edelstahlkonstruktion. Wirklich hervorragend. Das Aussehen. Ja, die bekommt auf jeden Fall eine 8 von 10, denn dieses Rot und speziell dieses rote Ziffernblatt ist einfach wunderschön zum Anschauen und das gibt der Uhr so, ja, ein Alleinstellungsmerkmal in meinen Augen. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schön und ist ein absolutes Must-have. Und Preis-Leistung bekommt auch eine 8 von 10. Wie gesagt, unter 150 € ist das ein Schnapper und absolut ein Schnapper. In total haben wir nun 30 von 40 Punkten erreicht, was auf meinem Channel bisher die höchste Punktzahl erreicht hat. Ihr seht, es muss nicht immer die teuerste Uhr sein, aber Preis-Leistung bei dieser Uhr ist einfach grandios. Und wenn ihr diese Uhr kaufen wollt, dann schaut mal in die Beschreibung. Da ist ein Link zu einem vertrauenswürdigen Shop auf AliExpress, wo ich meine her habe, wo ich mehrmals Armbänder dort geholt habe. Die Verkäuferin ist wirklich klasse. Klickt da drauf und unterstützt damit auch meinen Kanal. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche hoffentlich wieder, liebe Freunde. Passt auf euch auf, bleibt gesund, alles Liebe, euer Karga.